Hallihallo und herzlich willkommen zurück mal wieder zu Java. Wie angefragt geht es dieses Mal um Server. Also wir wollen uns heute einen Server und einen Client schreiben und der Server, wie es ein Server so an sich hat, der läuft sozusagen im Hintergrund permanent und der Client, der connectet da drauf, will irgendwas von dem Server und geht dann wieder. So, wir werden es relativ billig gestalten. Ihr dürft es dann erweitern. Ich habe mich auch schon dran gesetzt, einen eigenen Chat in Java zu schreiben. Funktioniert eigentlich ziemlich gut. Und man hat auch wirklich gute Grundlagen. Also Java hat da eine super API dazu. Kann man nur empfehlen. Gut, also was wir zunächst mal brauchen, ist, wir wollen den Server logischerweise halten in einer sozusagen Schnittstelle. Und die nennt sich Private Server Socket. So. Und so ein Private Server Socket, brauchen einen Namen, müssen wir importieren. Habe ich jetzt hier schon bekommen, sozusagen, von java.net Server Socket. Wir könnten eigentlich direkt mal alles importieren von java.net, denn wir brauchen noch ein paar Sachen später. Okay, wir wollen einen Konstruktor haben. Public Server. Und wir brauchen einen Port. Jetzt, die Ports sind sozusagen die Schnittstellen für euren Server. Das heißt, ihr habt mehrere tausend Schnittstellen auf eurem Rechner und jedes Mal, wenn ihr irgendwas im Web macht, dann kommt da so eine Schnittstelle ins Spiel. Und zum Beispiel hat HTTP, glaube ich, die Schnittstelle, also quasi den Port 80, den sie ständig benutzen. Da kann man sozusagen immer abholen, wenn man gerade auf irgendwelche Daten wartet. Also wenn ihr gerade eine Webseite ladet, dann findet ihr die Daten dazu auf Port 80. Und wir wollen uns jetzt hier einen Server-Socket kreieren mit einem vorgegebenen Port, also im Konstruktor vorgegeben. Wir suchen uns nachher den Port einfach aus. Okay, New Server Socket. So, und hier kann man einfach den Port angeben. Fertig. Und wir sagen dann noch, okay, wir setzen den Timeout. Wenn du so und so lange nichts von irgendeinem Client gehört hast, dann gehst du mal schlafen, beziehungsweise beendest dich selber. Sagen wir einfach mal 100.000 Millisekunden sind es, glaube ich. Und jetzt haben wir hier logischerweise, beziehungsweise was heißt logischerweise? Wir haben hier eine Try and Catch, die wir brauchen, nämlich einen Catch Clause da. Okay, wir haben eine Socket Exception, die da passieren kann. Und wir haben eine IO Exception. Socket Exception, upsala, das ist ja falsch rum. Wir hatten das so geschrieben. Ja, kann halt passieren, dass da was schief geht, zum Beispiel, dass der Port belegt ist oder dass der gesperrt ist oder was auch immer. Oder dass einfach minus 1 als Port angegeben wurde, welcher zum Beispiel nicht funktioniert. Gut. So, und jetzt wollen wir den ganzen Server hier noch irgendwie so ein bisschen zum Laufen kriegen. Dazu könnte man sich vor allem gut vorstellen, dass man das in einem eigenen Thread laufen lässt, wenn in der Main-Methode noch irgendwas passieren soll. Da wir jetzt aber hier sagen, okay, uns ist egal, was die Main-Methode macht, weil das wirklich das Einzige ist, was sie hier jetzt tun soll, schreiben wir uns einfach eine Methode public void. Und nennen die einfach mal laufen, damit wir nicht die Run-Methode hier überschreiben. Und ja, sagen hier while true. Achtung, vorsichtig mit so einem Statement, ne, ihr kennt das. While true ist immer so eine Sache. So, und hier drin sagen wir jetzt, okay, wir wollen sowas machen wie, wir geben aus waiting, upsala, waiting for client. So, und wenn wir jetzt den Port haben wollen, auf dem wir gerade hören, und wir wissen es gerade rein zufällig nicht, weil wir hier den Port nur im Konstruktor haben und ihn nicht zwischengespeichert haben, dann gibt es da wunderbare Sachen, wie zum Beispiel Server, Punkt, ups, nicht Komma, Punkt, und dann kriegen wir auch alles vorgeschlagen. So, und jetzt kann man hier schauen, was wir hier alles haben. Wir haben mehrere Methoden, wir haben zum Beispiel auch die INET-Address, sprich die Internet-Adresse, dazu werde ich später noch was sagen. Aber was wir hier vor allem gerade wollen, wir wollen den Port haben. Und den Port kriegen wir, indem wir sagen getLocalPort. Da brauchen wir allerdings noch ein Plus hier, sonst wird das nichts. So. Gut. Und was wir jetzt machen, ist folgendes: Wir warten auf einen Client. Die Clients kann man sich dann zum Beispiel zwischenspeichern in einer Liste oder sowas, falls man da mehrere annehmen möchte. Wir wollen jetzt aber nur einen einzigen Client gerade mal kurz annehmen. Und das machen wir, indem wir sagen, Socket Client ist gleich. Und dann kriegen wir von unserem Server
eine Methode, die nennt sich Accept. Und das ist sozusagen die wichtigste Methode von allen. Diese Accept-Methode schmeißt allerdings auch einen Try und Catch, deswegen packen wir hier einfach direkt mal alles in diesen Try-Block rein. Ja, alles in den Try-Block, nicht irgendwie unten drunter. So. Und wir machen das, was man nicht machen soll, nämlich Catch Exception. Wir fangen einfach alle, gotta catch them all. Und sagen hier e.print stack trace. So. Gut. Ah ja, und break noch, vielleicht, dass wir aus der Weichschleife rauskommen, falls es einen Fehler gibt. Okay. Also was wir hier mit dieser Accept-Methode machen, ist folgendes. Wir warten einfach so lange mit unserem Server, bis sich ein Client drauf connectet. Und wenn dieser Client drauf connected ist, dann haben wir hier diesen Client bekommen. Das ist auch ein Socket, sozusagen ähnlich wie der Server da oben. Nur, dass wir halt nicht accepten können. So, und über diesen, diesen Socket-Client können wir jetzt zum Beispiel ein paar Sachen rausfinden. Nämlich, wo er herkommt. Also zum Beispiel die Remote Socket Address bekommen. Wir haben jetzt hier ein paar Sachen. Ich zeige euch die gerade mal kurz. Client. Ups. Nicht hier rein. Client.get Remote Socket Address. Die liefert uns, wie es hier Java schon so schön sagt, wo wir gerade herkommen. Also sozusagen unsere Adresse. Wir gucken uns das nachher einfach mal an und schauen mal, was wir da so finden. Was wir aber vor allem haben wollen, wir wollen irgendwelche Daten empfangen von diesem Client. Und der Client, der schickt uns Daten über einen Input-Stream. Und diesen Input-Stream kriegen wir, indem wir sagen, okay, mache ich ja oben mal rein, Data Input Stream Input gleich. Und wir kriegen hier das Ganze über den New Data Input Stream Server war unser Server, Client heißt er in dem Fall, Client.get Input Stream. So, das ist ein stinknormaler Input Stream, mit dem wir ganz normal verfahren können, wie immer. Allerdings bringt uns der Data Input Stream noch tolle Features mit, deswegen habe ich jetzt den genommen, und zwar sowas wie sysout in.read, na komm, schlag mir was vor, input, warum geht denn heute die Autocorrect wieder nicht, oder die Autovervollständigung, input.readUTF. Also ich kann natürlich hier auch sagen, ich möchte nur ein Byte lesen, oder ich möchte ein Char lesen, oder ein Double, oder was auch immer. Aber was ich halt vor allem cooles machen kann, ist readUTF. Und readUTF bringt mir vor allem so viel, dass ich dann zum Beispiel Äs, Ös, Üs, alles empfangen kann und die auch tatsächlich wie in einem normalen Chat halt auch benutzen kann. Sprich, wir können hiermit was empfangen. Gut. Und jetzt wollen wir dem ganzen Client noch vielleicht was schicken. Sowas wie, also danach geben wir erstmal hier diese Remote Socket Address aus. Und dann wollen wir dem Client was schicken. Und das machen wir, indem wir sagen, Data Output Stream gibt es auch. Output ist gleich New Data Output Stream. Und den Output Stream kriegen wir auch wieder über den Client. Sagen wir einfach mal Client. Upsala, Client.get Output Stream. Und fertig sind wir. Das heißt, wir können jetzt an den Client auch Sachen schicken. Sowas wie output.write UTF, theoretisch, wenn ich es finde. Da. So, und jetzt sagen wir Greetings. Lord Dave. So. Okay, und jetzt haben wir dem was geschickt. Und jetzt wollen wir nicht mehr. Jetzt wollen wir diesen Client da wieder loswerden. Also der hat jetzt genug Ärger für uns und genug Traffic für uns verursacht. Jetzt sagen wir einfach mal wieder Client.close. So, was wir jetzt noch machen können, zeige ich euch danach noch. Jetzt möchte ich euch mal erstmal den Client programmieren. Und der Client, der funktioniert recht ähnlich. Also das ist jetzt erstmal die Laufmethode hier. Wir sagen jetzt erstmal dem Server, okay, wir kreieren ihn. Das machen wir logischerweise in der Main-Methode hier unten. Wir sagen
Server S gleich new, upsala, Server, und wir geben hier einfach einen Port an. Ich würde sagen, in dem Fall einfach mal 1337 und fertig. So, und jetzt sagen wir hier noch s.laufen. Okay, und danach können wir eigentlich wieder terminieren, weil das ist eh eine While-True-Schleife, sprich, der wird so lange laufen, bis hier eine Exception gibt. Und diese Exception kann zum Beispiel auch sein, die hier, nämlich, dass ein Timeout passiert, sprich, irgendwas passiert nicht, also die Accept-Methode, die wartet halt diese 100.000 Millisekunden und in der Zeit hat es immer noch kein Client geschafft, drauf zu connecten, dann sagt unser Server, okay, ciao, ich gehe jetzt. Gut, jetzt zum Client. Wir haben sozusagen nicht mal ganz die Halbzeit geschafft, weil wir ja noch testen wollen. Und der Client ist fast genauso. Ja, wir sagen ihm einfach, okay, wir kreieren einen Socket. Und zwar uns selbst, Client gleich. Und sagen hier new Socket. Und geben hier an, auf was wir connecten wollen. Sowas wie zum Beispiel den Servernamen, also sprich in unserem Fall Localhost. Weil wir eigentlich nicht wirklich eine andere Möglichkeit haben, als auf den Localhost zu connecten. Und dann den Port auf 1337. So, das muss man jetzt wissen, sonst kommt man nicht drauf. Dann kriegen wir hier einen Try Multicatch, das reicht uns. Okay. Und ja, jetzt wollen wir dem ganzen Ding noch was schicken. Geht auch wieder relativ ähnlich. Wir sagen, auch in dem Try and Catch Block drin, Achtung, wir haben hier keine While-True-Schleife, das heißt, wir brauchen eigentlich diese Klasse hier gar nicht, sondern wir können direkt sagen, wir machen das Ganze in der Main, ist eigentlich wurscht. Ja, genau, wo war ich genau? Hier, wir wollten dem Client was schicken, upsala, nicht sysout, sondern wir brauchen erstmal den Output-Stream. Output-Stream, so. Und zwar, Output ist gleich Client.getOutputStream. Das haben wir gerade eben schon gemacht, das kennt ihr wahrscheinlich dann sogar noch. Und jetzt wollen wir daraus den DataOutputStream haben, wie wir es gerade eben eigentlich gemacht haben. New Data OutputStream. Eigentlich wollten wir den DataOutputStream haben, denn wie gesagt, jetzt. Kann man darüber UTF verschicken, das kann man beim anderen, soweit ich das weiß, nicht. Und jetzt sagen wir hier, okay, output.writeUTF. Und jetzt sagen wir hier, was wir sagen wollen. Hi, I am... Und dann geben wir hier irgendwas an, was uns eindeutig charakterisiert. Das wäre zum Beispiel client.getLocal. Local Port wäre übrigens wieder das. Local Address wäre die lokale. Wir werden es uns einfach mal angucken, was da so bei rauskommt. Und dann schauen wir uns das mal genauer an. So. Und der Input Stream, den kriegen wir genauso wieder. Ich werde es einfach mal kopieren hier. Von hier drüben. Den Input Stream, Data Input Stream hier. So. Genau. Der Input-Stream, auch von dem Client gelesen, gibt uns an, was der Server quasi zu uns hinschickt. Okay, das wollen wir jetzt hier noch ausgeben. Sysout so. In.read, ups. Input.read UTF. Okay. So, und danach sagen wir wieder, wir verabschieden uns, wir wollen nicht mehr von dir haben, wir wollten nur mal kurz Kontakt mit dir haben und dann gehen wir auch schon wieder. So, was wir jetzt machen ist, wir starten zuerst den Server. So, waiting for client at port 1337 und dann gehen wir zum Client und sagen, okay, greetings, Lord Dave, hat der Client von unserem Server geschickt bekommen, denn das haben wir ja hier eingegeben. Also sprich, das ist die Konsole vom Client. Ihr könnt hier unten über die Konsole switchen. Der Client ist fertig, der hat keinen Bock mehr gehabt. Der hat jetzt vom Server empfangen, was er wollte. Jetzt gucken wir uns an, was hier bei dem Server in der Konsole drin stand. Und haben hier Waiting for Client, das war davor schon da. Hi, I am. Und dann haben wir hier eine IP-Adresse, sprich die Localhost-Adresse. Die ist übrigens immer 127.0.0.1. Und das ist der Port, auf dem unser Client quasi gelaufen ist. Das war sozusagen auch so ein Mini-Server.
Und ja. Und dann ist er wieder gegangen und jetzt wartet der Server wieder. Wenn wir den jetzt starten, bekommen wir wieder Greetings Lord Dave und wir bekommen hier wieder einen Client. Und Achtung, diese Ports hier für die Sockets vom Client, die unterscheiden sich. Das heißt, einmal haben wir 9236 und einmal 9265. Das heißt, was halt gerade frei ist, wird genommen. So, beim Server können wir leider nicht so tolerant sein. Dem sollten wir einen Port angeben, sonst wissen die Clients ja nicht, wo sie drauf connecten müssen. Okay. Was wir jetzt noch machen wollen, ist, wahrscheinlich wollt ihr nicht nur irgendwie was für euren PC, so ein Chat-Tool für euren PC machen, also sprich, dass ihr mit euch selber chatten könnt, das wäre ein bisschen armselig. Ihr wollt es meistens mit dem Internet machen. Und das Problem ist mit dem Internet folgendes. Wir werden dann einfach hier sagen, okay, wir terminieren jetzt erstmal den Server, die sind beide weg. Gut. Wir haben hier die Möglichkeit, über unseren Server, sagen wir mal, wir geben hier einfach noch ein zusätzliches Sysout an oder einfach vorne dran, dann müssen wir nicht so, müssen wir keinen Client starten dafür und sagen hier, okay, bevor wir überhaupt nur auf den Client warten, sagen wir Server.get und dann haben wir hier diese INET-Adresse. Die gucken wir uns jetzt mal genauer an. Naja, vielleicht sollte ich noch speichern. Diese INET-Adresse ist leider 0000. Das heißt, damit kann man quasi gar nichts anfangen, denn wie ihr wisst, ist eure IP nicht unbedingt 0.0.0.0. Das Problem ist folgendes: Wir müssen, wenn wir unseren Server fürs Internet fertig machen wollen, müssen wir sowohl für unsere Firewall als auch für den Router Port Forwarding aktivieren. Sprich, die Firewall muss erlauben, dass ein Port forwardet wird, also die Daten tatsächlich durchkommen und in eurem Router gebt ihr einfach oder sucht ihr einfach mal nach den Einstellungen für euren Router, am besten über Google, wie man für euren Router Port Forwarding einstellt. Und dann müsst ihr euch anmelden beim Router, Port Forwarding für eben aktuell gerade Port 1337 hier ja, benutzen oder einstellen. Und dann wird sozusagen der öffentliche Port 1337, quasi den, über den alle Leute übers Internet auf euch connecten können, wird weitergeleitet an den Localhost. Und der Localhost, das ist der Server hier, sprich, der kann darauf zugreifen. Ihr müsst dann allerdings beim Client hier nicht mehr den Namen angeben, sondern tatsächlich die IP. Ja, sieht man, wenn man New Socket macht. New Socket, hier kann man eine INET-Address, also die sind logischerweise überladen, hier kann man eine INET-Address benutzen zum Angeben von der öffentlichen IP-Adresse und dann gebt ihr einfach die an. Und wenn ihr Port Forwarding aktiviert habt und die Firewall es erlaubt, dass euer Server darauf zugreift, dann könnt ihr quasi einen öffentlichen Server schreiben. So, ja, das wäre es zu dem Thema erstmal, glaube ich. Wie ihr tatsächlich an die öffentliche IP-Adresse kommt, ich glaube, das wisst ihr mittlerweile. Ansonsten schaut euch meine anderen Videos an, nicht zu Java, sondern zur Anonymität im Netz, da habe ich das mal erwähnt. Und ja, wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann, ciao, ciao.